Wir haben jetzt hier einen Hümer MLT 580, ein wirklich sehr schönes Fahrzeug. Also ihr seht, auch der Preis ist sehr... Ja, Allrad, ne? 4x4. Genau. Hat mir von der Ausstattung auch her total super gefallen. Auch das Fahrzeug, jetzt stehen wir im Weg. Auch das Fahrzeug vorne, die Farbe und so, wie das von vorne aussieht, ist total super, finde ich. Ja. Dann gehen wir mal rein. Und ihr seht schon, wenn ihr hier reinfilmt, das sieht unheimlich gemütlich aus. Ja, also es ist wirklich so mit diesen Akustikpanelen, nennt man das, ne, Schnucki? Was würde da ist? So, ne, würde ich so sagen, ja. Das ist jetzt, glaube ich, so der Style. Das ja, sieht, das sieht ist sehr, sehr wirklich auch mit der Holzoptik, mit dem Tisch hier, das ist also ganz toll. Und da haben sie sich hier oben an den Schränken oder generell an den Schränken auch was Schönes einfallen lassen, hier mit diesen Lederbändern. Im Prinzip, du machst es auf und ziehst es halt hier dran. Braucht man nicht unbedingt, aber ich finde, es ist eine unheimlich... Ja, es macht das unheimlich schön, wertig auch. Ja, das ist mal eine andere Optik. Ja. Ne? Das ist Echtleder. Ja, dann habt ihr hier euren Fernseher. Fernseher. Ich muss gerade mal gucken. Kann man das aufmachen? Nee, das macht man nicht auf. Ich dachte schon. Habt hier auch, wie gesagt, an der Küche genau das gleiche Schema mit diesen Bändern. Habt hier nochmal eine Schiene, wo ihr Gewürze einziehen könnt. Da gibt es ein extra Regal für. Das sieht man draußen, hat man das gesehen auf dem Display. Drei Flammen, genau. Hier ein schönes Spülbecken. Die Armatur ist besonders, ne? Ja, das sieht toll aus. Direkt in der Wand da hinten und mit diesem bisschen Fliesenspiegel damit. Das ist wirklich toll gemacht. Das ist so geil. Ja, ja, das sind echte Fliesen. Das ist ein Fliesenspiegel. Wahnsinn. Ja, habt hier unten große Schubladen. Also da geht richtig gut was rein. Muss man sagen. Hier unten auch nochmal. Ach, hier ist auch ein Mülleimer. Habt hier den großen Kühlschrank mit auch nochmal Schrank oben drauf. Also Staufächer habt ihr hier auch wirklich sehr, sehr viele. Hier unten auch nochmal. Ja, gerade für Schuhe oder irgendwie sowas ist das sehr praktisch. Habt hier euer Bad. Also es ist auch alles sehr wertig. Es ist alles sehr stabil, sehr wertig. Da auch hier oben die Schränke, zwei Stück. Also es sieht sehr schick aus. Auch die Dusche, das haben sie ganz toll gemacht, muss nee, ich sagen. Hat einer noch sein Handtuch vergessen vom Regen, siehst du? Ja, der hat vielleicht vorhin noch, nachdem er das alles sauber gemacht hat, gedacht, ich dusche mal. Hier, das ist auch immer sehr praktisch, so zwei, wie sagt man, ja, Haken. Haken, genau. Wie sagt man? Ja, ich bin jetzt nicht auf das Wort Haken gekommen. Die. Ihr habt hier auch noch mal einen Schrank. Zum Reinhängen, Reinlegen, Reinstellen, wie auch immer. Beleuchtet auch mit Licht drin, ist auch sehr mal sehr schmal, praktisch. Aber ist einer da. Ja. Wir haben hier seitlich auch nochmal Schränke. Da ist jetzt noch so ein Ersatz, also nicht Ersatz, sondern eine Verlängerung hier das vom ist Bett. Hier für die Mitte, genau. Genau. Ihr habt hier in den Stufen auch nochmal so kleine Fächer. Ist auch nie verkehrt. Also und da kommt auch eine Drittstufe raus, ja, dass man besser hochkommt. Ja. Also es ist wirklich, auch hier oben, ihr seht... Ja, es ist auch alles ganz, ganz gemütlich gemacht. Ja, also ganz toll. Ihr habt hier sogar nochmal, schau, so wie so ein Brett, das könnt ihr drauflegen. Da habt ihr nochmal eine Ablage, wenn ihr da so liegt und was hinstellen fürs wollt. Das Frühstück am Bett. Ja, genau. Also auch da oben. Also alles in allem ein sehr, sehr schönes Fahrzeug. Ja, es also, ist mal so was anderes. Ja. Ach, guck mal hier, das habe ich gar nicht gesehen. Hast du das gesehen an dem Sitz? Das ist irgendwie ja, gut, so das eine... Ist für die Beine. Ja, so eine Beinverlängerung, die... Na, wie funktioniert das? Keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall sehr schick. Das haben wir hier drüben auch. Ich weiß jetzt nicht wirklich, wie es funktioniert. Das ist auch schon ein Wahnsinnsklotz, wenn man sieht, wie aufgebockt der ist. Also das ist ein 4x4-Fahrzeug. Ja. Und hier große Heckgarage. Wow. Schaut mal, ihr habt eine Außendusche noch. In der Heckgarage, ich habe die ganzen Fächer, es ist mega. Und auch die Tür, alleine wie die Tür funktioniert, ja, ist ja auch, ja, wenn ihr die aufmacht, ist, auch. Ist, ist auch schon ziemlich massiv, ja, und das auch hier mit dem Schloss, ne? Wie das jetzt hier so in einem gefertigt ist, ja, ist zwar auch alles hier Kunststoff, aber irgendwie sieht es ein bisschen wertiger aus als das, was wir so kennen.
Ja. Hier allradmäßig das Ersatzrad hinten drauf und hier könnt ihr sogar auf euer Dach mit einer Leiter. Und schaut mal hier, ich habe es gerade entdeckt. Das sind die Systeme, die man hier in der Küche reinmachen kann mit den Gewürzen und so. Genau, hier gibt es dann hier so eine ganze Auswahl. Ja, was man alles machen kann. Sehr schick. Gut. Habt ihr auch noch mal eine Leiter, um aufs Fahrzeug drauf zu gehen? Das habe ich eben schon gezeigt. Also, ja. Und hast du auch mal hier von dem Preis? Guck mal, da ist der Preis. Ja, 152.000. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt für den schmalen Portemonnaie, für das schmale Portemonnaie. Hier habt ihr nochmal die Sonderausstattung. Ja. Ja, schickes Auto, oder? Sehr, sehr schick. Ja, könnte mir auch gefallen. Wir sind hier bei Herzog auf dem Stand. Herzog Vorzelte. Und da ist mir dieses Design hier ins Auge gefallen. Und ich weiß auch warum, weil das ist eine Neuheit 24. Und die gucken wir uns jetzt einfach mal ein bisschen genauer an. Also ich finde alleine dieses ganze Design, wie das jetzt hier gemacht ist, schon mal sehr, sehr wertig, schick. Also das ist auch ein Luftvorzelt. Hier kann man alles runter machen. Könnte man entweder ganz raus machen oder macht hier so eine Art Veranda rein. Das funktioniert an allen Seiten. Den Eingang kann man logischerweise auch an allen Seiten machen. Hier fällt mir auch gleich auf, dass was sehr, sehr schön wirkt, ist dieser Himmel. Das ist wahrscheinlich wieder so eine Zusatzoption. Aber es ist schön, dass man sie ja, überhaupt bekommt, weil das gibt nochmal so ein wohnliches Gefühl. Also ihr dürft euch natürlich jetzt nicht täuschen lassen hier von diesem riesen Raum, weil hier ist normalerweise das Wohnmobil oder der Wohnwagen. Ne? Also hier die Hälfte. Das ist dann schon wieder ein anderes Modell mit Stangen. Ja, aber so alles in allem finde ich das total schön. Luftvorzelt, wie die anderen auch, mit, ich glaube, ein Kammersystem. Also mit einem Schlauch pumpst du das auf, einem Ventil und geht dann in alle Kammern. Das heißt, du brauchst dann zum Zerlegen auch nur eine Kammer öffnen. Dann fällt das Ding zusammen und ja, du brauchst es nur noch zusammenfalten. Und hier, das ist das Packmaß von dem Zelt, wenn es zusammengelegt ist. Die Pumpe ist natürlich dabei, wie das halt bei den Zelten halt generell der Fall ist. Ich weiß nicht, ob der zweite Sack auch noch, das wird wahrscheinlich Zubehör sein von Himmel und Gardinen. Hier haben wir ja die verschiedenen Umlaufmaße und auch die Preise. Sonderpreis, Preis, das ist dann der Messepreis wahrscheinlich, ja? Ja, davon gehe ich aus. Aber es ist auch vollkommen in Ordnung, die Preise, muss ich sagen. Ja, also wie gesagt, also das ist alles wertig. Ich habe mir die Reißverschlüsse, das ist alles ja, eine angenehme Qualität. Und wie gesagt, auch die Luftbälge, hier, die sind richtig, richtig stramm. Die fühlen sich auch richtig gut an. Und was haben wir denn hier am Kilo? Also hier sieht man mal, das leichteste ist von 32,3 Kilo und geht dann hoch bis 38, 39 Kilo. Also das ist auch schon ein Paket. Ja? Also dann haben wir bei 39 Kilo haben wir natürlich auch ein Umlaufmaß von 1030. Also das sind dann schon riesen Wohnwagen. Ja? Also alles in allem ein schickes Vorzelt. Wir sind jetzt hier bei Hobby und schauen uns hier mal den Maxxia Van 680 DT an. Das ist wohl auch was ganz Besonderes. Der hat nämlich hinten eine Sitzgruppe und der hat eine Gesamtbreite von 2 Metern, eine Höhe von, jetzt muss ich mal gucken, 2,50 auch. Also es ist ja schönes Teil, muss ich sagen. Hat auch einen stolzen Preis. Mit 93.000 Euro, aber wir schauen uns jetzt mal an, ob es das wert ist. Ja, das ist auf jeden Fall hier auch ein Crafter, ne? Ah ja. VW Crafter. Ja, wir fangen gleich mal hier an. Er hat hier nochmal einen Schrank. Halt für Sachen, wenn man nur, ja, wenn man steht, wenn man nicht unbedingt immer dran muss, würde ich mal behaupten, weil man macht ja nicht immer die Tür auf. Nee, und da kommst du nur von außen. Genau. Dran, ne? Mal rein. Ja, das ist natürlich mal was Tolles, wenn ihr mal reinkommt. Mal schaut, hier hinten habt ihr eine Sitzgruppe. Face-to-face finde ich total schnuckelig. Also das ist schon schnuckelig, ist das wieder so ein hessisches Wort?
Das ist hessisch, ja. Hab hier einen Tisch. Also sehr hübsch. Ja, gemütlich. Gemütlich. Hier unten, den könnt ihr hier unten noch verschieben. Ah, ihr habt auch erst eine gefrühstückt, sehr gut. Ja, habt auch hier oben, ich muss mal gucken, die klappen. Also sieht sehr schön aus, muss ich sagen, optisch. Ja, ja, alles sehr clean. Ja, wie von einem, ja, dran, also ein Van halt eben. Kleine Staufächer logischerweise, aber trotzdem genug davon. Also es sind 4 Stück alleine hier hinten. Haken zum Hinhängen für die Jacken, auch immer sehr praktisch. Das Bett ist da hinten, ne? Musst du umbauen. Ja, das baut man hier um. Das ist definitiv. Es ist auch schön mit den Fenstern hier gelöst, also ist schön hell alles. Ihr habt hier einen Kühlschrank, einen kleinen, der aber trotzdem recht groß ist, auch mit Gefrierfach, wirklich sehr schick. Einen kleinen, großen Kühlschrank. Ja, habt hier diese Schienen, das habe ich jetzt schon öfters gesehen hier auf der Messe, wo ihr euch diese Systeme selbst reinmachen könnt. Hier oben nochmal für Küchenutensilien, eine Ablage. Was halt auch schick ist, der hat hier diese breiten Schubladen. Das ist noch nicht mal eine Schublade, jetzt habe ich es falsch aufgemacht. So, hier kommen wahrscheinlich die Schubladen, genau. Also das ist wirklich auch was Schönes für so einen Van. Das waren wahrscheinlich hier die Gashähne, oder? Ja, ja. Hier neben. Ach, wegen einem Hahn, du machst ja, so eine Klappe. Na ja, gut. Egal. Und hier unten, also ihr seht, ihr habt da wirklich auch reichlich Platz, dass ihr Töpfe, Geschirr für 2 Personen unterkriegt. Dann haben wir hier, machen wir mal auf. Oh, ein relativ großes Waschbecken für so einen kleinen Wagen. Und auch hier so ein Designer-Ding. Ja. Oh. Ja, so. Naja gut, das ist noch neu. Das muss noch eingegroovt werden. Hier 2 Flammen. Also da muss ich ja mal sagen, in diesen Vans, da würde ich glaube ich nicht mit klarkommen, weil die sind so nah aneinander, da kannst du wirklich nur 2 ganz kleine Stöpfe draufstellen. Ja, hier nebeneinander. So ein kleiner Milchtopf oder was ja, da hinten genau. Ist. Ne? Das wäre für mich immer so ein Ding, wo ich sage, okay. So, hier haben wir ein Bad, mit Dusche und auch eigentlich sehr schick, muss ich sagen. Mit Fenster auch, finde ich auch immer sehr wichtig. Das heißt, ihr könnt eure Dusche sogar da durchs Fenster raus. Dann habt ihr auch eine Außendusche. Ja, habt hier euer Waschbecken. Auch ganz schön gelöst, finde ich. Und habt hier oben nochmal, von oben geht das dann auf? Ach, der hat hier so einen Verschluss. Nochmal einen Schrank auch. Also das ist wirklich für so ein Fahrzeug gut durchdacht. Na ja, gut, also das ist ja jetzt auch nicht mal sehr so günstig. Nee, also und ich sehe auch gerade, ihr habt hier unten auch nochmal. Da ist zwar die, was ist das, Heizung das drin? Das ist die Kombiheizung. Ja, ja, aber ihr habt hier auch nochmal ein Ablagefach. Da und vorne könnt ihr den Tisch dann auch einhängen von hinten. Genau. Und könnt dann hier vorne sitzen. Ja, habt hier nochmal Regale. Fahrerhaus und könnt dann auch hier essen. Ja, habt Regale. Habt hier oben auch nochmal ein Ablagefach. Ja, das wird dann fürs Bettzeug und so ja, weiter sein, ist, wenn du das von hinten wegräumst. Das ist wirklich schick. Also das heißt, selbst wenn ihr hinten euer Bett aufgebaut lasst, könnt ihr euren Tisch hier vorne montieren und könnt hier vorne essen. Ihr müsst also nicht zwangsweise immer alles umbauen. Das finde ich auch sehr praktisch. Und ich sehe es gerade, Moment. Ist dein Kleiderschrank schon aufgemacht? Ach nee, den habe ich auch noch nicht, siehst du? Aber ich gucke gerade hier. Schnucki, kannst du mir mal helfen? Ja. Das geht bestimmt irgendwie hoch, aber ich möchte jetzt nicht so festziehen. Ich habe, ach doch, man muss doch jetzt ziehen. Also das ist auch noch mal immer praktisch, finde ich. Und, ta-ta-ta. Oh, ein großer Kleiderschrank, wirklich. Ja. Das ist ja mit, komm mal hier rein noch mal schnell. Hier neben sind noch mal Fächer sogar. Die sind auch gar nicht mal so klein, wo man noch was reintun kann. Ja. Also das ist also auch, Stauraum hat er auf jeden Fall genug. Ja, wirklich sehr, und sehr schick gelöst. Das muss man auch sagen. Also. Ein sehr schönes Mobil. Schönes Fahrzeug. Ja. Das ist auch das Raumgefühl da drin, fand ich jetzt auch sehr angenehm für so einen Transporter. Der könnte uns auch gefallen, wenn wir uns irgendwann nochmal verändern würden. Hä? Weißt du mehr als ich? Nein, aber irgendwann, man weiß ja nicht. Also ich meine, so als immer noch nicht, dass wir uns jetzt unbedingt für immer festlegen. Ja,